Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Von Aristoteles zur Stringtheorie, da geht es heute mitten rein ins Herz der Quantenmechanik. Schrödinger-Gleichung und Tunneleffekt. Die Schrödinger-Gleichung ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es oft in der Naturwissenschaft viele verschiedene Ideen braucht, die in unterschiedlichen Köpfen entstehen und sich gegenseitig beeinflussen und dann immer weiter herausdampfen und konkretisieren, wie diese Natur vielleicht funktionieren könnte. Allem voran natürlich dieses Doppelspaltexperiment, was plötzlich dieses Wellenbild aufgebracht hat. Dann braucht es wieder jemand, der das komplett zu Ende gedacht hat. Also Louis de Broglie beispielsweise, der hat in seiner Doktorarbeit dann gesagt, okay, ich schreibe hier was zu Elektronen, wenn es für Photonen so einen Welle-Teilchen-Dualismus gibt, dann beschreibe ich doch mal kurzerhand auch Elektronen als Wellen. Das war eine völlig neue Idee erstmal. Gewissermaßen diesen Wellencharakter jetzt auch jeder beliebigen Materie zuzuschreiben. Das war so abstrus, dass das Komitee seiner Arbeit sich gar nicht so sehr sicher war, wie sie damit umgehen sollten. Dann haben sie kurzerhand eine Kopie an Albert Einstein geschickt. Und der wiederum hat es weitergereicht an Max Born. Und da haben die dann alle drauf rumgedacht, wie das denn sein könnte. Max Born übrigens, der wiederum hatte diese Idee eingebracht, erinnern sich an das Hütchenspiel vom letzten Mal. Das war diese Überlegung, die Welt dann vielleicht in Form einer Wellenfunktion zu beschreiben. Das Quadrat dieser Wellenfunktion wäre dann das, was ich an Wahrscheinlichkeit tatsächlich messe, konkret. Das ist übrigens auch ein Glück, dass der überhaupt Theoretiker geworden ist. Der hatte ursprünglich Experimentalphysik studiert und ist dann in einem ganz unglücklichen Experiment, hat alles aufgebaut und dann ist ihm so ein Kühlschlauch geplatzt. Und dann hat er das halbe Institut unter Wasser gesetzt und dann hat der Leiter des Instituts zu ihm gesagt, Max, vielleicht wäre es besser, du suchst dir einen anderen Themenschwerpunkt für dein Studium. Und so kam er dann überhaupt erst zur theoretischen Physik. Aber viele Ideen kommen hier zusammen. Erwin Schrödinger, ein Österreicher, wobei er zweimal migrieren musste wegen politischer Umschwünge in seinem Land, der hatte jetzt klar vor Augen, da gibt es doch diese Ideen der klassischen Mechanik, diese Extremalprinzipien, die wir ja auch schon alle behandelt haben, Lagrange-Formalismus und solche Geschichten, also über die Wirkung, ein Integral, also ein Wirkungsintegral. Und er dachte sich, wenn denn jetzt schon alles so nah beieinander liegt, also wenn man Elektronen jetzt hier schon als Wellen beschreiben kann und alles überhaupt mit diesen Wahrscheinlichkeiten zu tun hat, mit so einer Wellenfunktion, die quadriert, dann so eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit ergibt, dann müsste es doch eine Übersetzung geben aus diesem klassischen Prinzip heraus, das ja für Teilchen super funktioniert hat. Und wenn Teilchen und Wellen jetzt zwei Seiten derselben Medaille sind, dann sollst du jetzt gefälligst auch für die Wellen funktionieren. Und vielleicht bedurfte es nur einer Übersetzung dieser Begriffe, die man dort verwandt hat, in eine neue Terminologie. Das nennt man das Korrespondenzprinzip. Wandeln wir ein wenig auf den Spuren von Erwin Schrödinger. Egal, was wir hier betrachten, es muss Energieerhaltung gelten. Das heißt, wir haben sowas wie kinetische Energie. Da haben wir jetzt immer geschrieben, m halbe v Quadrat plus die potenzielle Energie. Da schreibe ich jetzt hier mal das Potenzial v. Und der Einfachheit halber nehmen wir mal nur eine Richtung. Also es hängt dann hier nur von x ab. Und das muss die gesamte Energie ergeben. Und dann hatte er schon so eine Idee, wie man den Impuls übersetzen müsste aus der einen, von der einen Seite in die andere. Also von dieser klassischen Betrachtung her vielleicht jetzt in diese neue Betrachtungsweise. Und der Impuls, der steht dann hier schon fast da. Also ich muss ja hier nur noch mit Masse erweitern. Dann habe ich hier mv², das ist der Impulsquadrat. Und für den Impuls wollte er schreiben,
in dieser Korrespondenzbetrachtung, minus h quer Quadrat und dann zweimal nach dem Ort ableiten. Und jetzt musste man nur noch diese Wellenfunktion ins Spiel bringen. Naja, wir können ja jetzt hier einfach mal die Wellenfunktion von rechts heran multiplizieren. Die Einfachheit halber geht die nur in eine Richtung, in der x-Richtung. Wir wollten es uns ja hier einfach machen. Dann haben wir hier sowas wie Psi von x und hier vorne Psi von x. Und dann steht sie schon da, die Schrödinger-Gleichung. Als erstes fällt auf, wir haben hier sowas wie eine zweite Ableitung von einer Funktion, der Wellenfunktion. Und die ist jetzt gleich mit irgendeinem Wert mal dieser Funktion. Weil eigentlich könnte ich doch das hier noch nach rechts rüberbringen. Wir haben doch hier einmal v mal psi und einmal e mal psi. Das können wir natürlich hier rüber tun. Dann kriegen wir hier e minus v mal psi. Ich schreibe es mal hin. Dann sehen Sie das schöner. Das gibt doch jetzt nichts anderes als wie e minus v und das Ganze hier mal dieses Psi von x. Also die zweite Ableitung von Psi muss irgendwas sein mit einem Wert mal die Funktion. Wie sieht das konkret aus? Gehen wir mal an ein Beispiel ran. Nehmen wir mal der Einfachheit halber ein Elektron und sperren es in einen Kasten. Also ich mache hier mal so einen Kasten. Irgendwie sowas. Und ja, jetzt überlegen wir mal, hier drin ist das Elektron eingesperrt. Na, was ist jetzt los? Wie erreichen wir das? Wir nehmen so ein Potential, das ist hier überall 0. Das hindert also unser Elektron nicht. Und sobald es jetzt hier an diese Stelle kommt oder jenseits dieser Stelle, wäre dieses Potential, dieses abstoßende Potential unendlich stark. Man nennt es dann einen unendlich tiefen Potentialtopf, falls Sie das mal brauchen. Also, sobald wir hierher kommen, ist das abstoßende Potential nicht zu überwinden und dann geht es halt wieder zurück. Und dann, sobald wir hier sind, werden wir wieder abgestoßen. Und so bewegen wir uns jetzt hier drin als Elektron. Eingesperrt in diesem Topf. Wie sieht also jetzt die Schrödinger-Gleichung für dieses Elektron aus? Also wir wissen, außerhalb, da ist die Abstoßung erstmal unendlich stark. Das heißt, außerhalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Elektron dort befindet, 0. Also ist die Wellenfunktion, die quadriert ist, die Wahrscheinlichkeit ergeben muss, auch 0. Es geht also mit der 0 hier erstmal los. Also wir müssen jetzt hier, muss es 0 sein. Und dann, okay, starten wir hier mal rein. Und wie starten wir in den Topf? Wir sehen, dass die zweite Ableitung, was ist eigentlich die zweite Ableitung? Also die erste Ableitung, das war doch einfach die Steigung einer Funktion. Wenn das nicht klar ist, schauen Sie sich bitte nochmal diese Geschichte an, die wir zu Galilei gemacht haben. Da sind wir auf diese Sachen eingegangen. Ableitung, Steigung und solche Sachen. Also die erste Ableitung ist einfach nur die Frage, wie steil geht hier die Funktion nach oben. Wenn ich also jetzt die Ableitung dieser Steigung mir anschaue, das ist ja dann die zweite Ableitung der ursprünglichen Funktion, also die Ableitung der Steigung, ist also die Frage, wie verhält sich die Steigung? So eine Steigung könnte jetzt, also das ist einfach die Ableitung. Und jetzt ist die Frage, geht es tendenziell sogar noch immer weiter? Also nimmt diese Steigung zu im weiteren Verlauf oder nimmt diese Steigung entsprechend ab im weiteren Verlauf? Das ist die Frage, wie sieht die Ableitung der Steigung aus? Wie ändert sich die Steigung mit fortschreitendem Funktionswert? Und jetzt sehen wir hier, aha, wir haben minus irgendwas mal diese zweite Ableitung. Das heißt, wir werden kleiner.
im weiteren Verlauf. Das heißt, wenn wir hier nach rechts gehen, man nennt es dann rechts gekrümmt, weil wir sind hier unten. Also, wenn es hier losgeht, sollte das bitteschön eine rechts gekrümmte Funktion sein. Und es muss in Abhängigkeit des Funktionswertes nach rechts zunehmen. Erstmal. Wir haben ja gesehen, die zweite Ableitung verhält sich wie irgendwas mal der Funktionswert. Und wenn der Funktionswert hier größer wird nach rechts, ne, dann muss halt diese Eigenschaft sich immer mehr verstärken. Deshalb geht es hier rechts rum. Ich hoffe, Sie sind noch alle da. Das ist halt, okay, wie gesagt, eine wilde Geschichte. Aber es ist, also wir sind ganz nah dran. Es braucht wirklich nur ein paar Schritte. Das sind jetzt schon heute die ersten Durchhalteparolen. Wir haben also was rechts gekrümmtes. Aber wie geht es jetzt weiter? Also wir müssen da jetzt mit fortschreitendem Funktionswert muss diese Rechtskrümmung immer weiter zunehmen. Ja, ja, das ist alles super toll. Aber dann kommen wir irgendwann mal hier zu einem maximalen Wert. Das heißt, es geht hier wieder runter. Zack. So würde das jetzt im ersten Anlauf mal aussehen. Wenn ich hier die Steigungen betrachte, dann ist das die erste Steigung. Die ist groß, dann wird sie kleiner und noch 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 kleiner. Also, das ist das, was ich hier aufgezeichnet habe. Und die Kurve, die diese Bedingung erfüllt, das ist die blaue Kurve. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Weil mit unserer einfachen Betrachtung, ja, an den Rändern müssen wir doch 0 sein, haben wir gesagt, weil außerhalb ist doch die Wahrscheinlichkeit 0. Also, was ist hier los? Offensichtlich ist diese blaue Funktion, die sieht hier erstmal gut aus, die erfüllt aber nicht diese Gleichung. Weil für diese Energie, die ich jetzt einfach mal so aus der Hüfte geschossen habe, für dieses E, das ich hier eingezeichnet habe, erfüllen wir nicht diese Bedingung, dass wir hier wieder 0 werden. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Sache. Wir sehen schon mal, dass diese Gleichung hier sehr wohl Elektronen beschreibt, aber nicht für alle beliebigen Energien dieses Elektrons wirklich eine Lösung darstellt, dieses Problems. Warum? Wir müssen diejenige Energie hier verwenden, die diese Funktion hier jetzt nach links staucht, so dass wir tatsächlich diesen Verlauf zwar nehmen, aber eben hier dann auf die Null treffen. Das ist der Clou, das ist die Idee dahinter. Ich zeichne das hier nochmal neu ein. So sieht das Ganze aus jetzt. Das ist diese erste Wellenfunktion. Ich nenne jetzt hier einfach mal Psi1. Und das ist die zugehörige Energie, die ich Ihnen nur hingeschrieben habe. Das ist also diese Energie E1. Hier ist nur der Topf. Wir wissen, im Inneren des Topfs ist dieses V sowieso 0. Brauche ich also gar nicht einzuzeichnen innerhalb, außerhalb ist es unendlich. Und E ist jetzt hier konstant. Das Elektron hat halt eine gewisse Energie, hier innerhalb des Topfes. Das ist dieses Niveau. Und wie bin ich jetzt hier zu dieser 0 gekommen? Weil ich diese Energie hier entsprechend justiert habe. Ich habe unterschiedliche Energien versucht. Die erste haben Sie gesehen. Und dann muss ich einfach immer mehr Energie nehmen. Dadurch stauche ich diese Funktion ja immer weiter rüber. Und dann ist die hier anfangs nach rechts trifft, die trifft dann hier. Und so allmählich stauche ich sie rein, bis sie genau hierher trifft. Und das ist der Fall bei dieser Energie. So. Wir haben also eine Energie gefunden, mit der wir diese Beziehung hier lösen können. Was wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn ich noch weiter gestaucht hätte? Nehmen wir die Energie einfach noch höher, noch höher, noch höher. Noch wesentlich höher. Also wir stauchen weiter. Das heißt, es krümmt sich stärker, stärker, stärker. Wir kommen also jetzt hier immer weiter. Dann kommen wir hier an den Schnittpunkt und dann wird es irgendwann negativ. Ist ja nichts passiert. Das Einzige, was wir berücksichtigen müssen, wenn es negativ wird,
haben wir hier einen negativen Funktionswert. Das heißt, da muss sich die Krümmungsrichtung ändern. Wenn wir also hier rechts gekrümmt haben, dann müssen wir im Negativen links gekrümmt sein. Okay, ansonsten ist ja alles gut. Also wir nehmen einfach eine höhere Energie. Der Schnittpunkt wandert hier rein, ist aber hier rechts nicht 0. Kommt also als Lösung nicht in Frage. Für unser Elektron gibt es jetzt plötzlich in dem Topf nur noch ganz bestimmte Energieniveaus. Hier schlägt die Quantisierung brutal zu. Mit dem Blauen kriegen wir eine Lösung. Wie sieht die nächste Lösung aus? Wir müssten so viel Energie reinhängen, also hier deutlich höher, so eine Gerade sein. Und wie sieht das dann hier oben aus? Naja, wir müssen hier wieder 0 werden. Das heißt, wir kriegen jetzt einen Verlauf, der sieht halt dann so aus. So, jetzt habe ich hier unten reingezeichnet, aber Sie wissen, was ich meine. Das ist die nächste Lösung. Was ist jetzt hier passiert? Diese Krümmung, die ist hier stärker ausgeprägt. Und wir haben jetzt hier sowas wie einen Nullpunkt. Und ab dem Nullpunkt geht von der Rechtskrümmung, gehen wir über in eine Linkskrümmung. Und wir treffen wieder auf die Null. Das ist das Energieniveau 2. Und das ist dann die Wellenfunktion 2. Das ist wieder eine Lösung für unser Elektron. Merken Sie das. Es gibt jetzt, wie sieht die nächste Geschichte aus? Da müssen wir einfach dreimal hier. Dann müssen wir hier viermal. Aber wir müssen immer bei 0 beginnen, bei 0 aufhören und die entsprechende Energie hier einstellen. Das ist mein verzweifelter Versuch, grafisch darzustellen, wie hier diese Quantisierung zu definierten Energieniveaus führt, die zulässig sind und zu sehr, sehr vielen Energieniveaus, die halt nicht eingenommen werden können von diesem Teilchen. Das war die erste fundamentale Erkenntnis. Das Potenzial im Inneren ist 0. Und wenn wir jetzt hier eine Lösung suchen, die an den beiden Enden 0 sein soll, dann müssen wir die Energie hier geeignet einstellen. Und das wiederum bedeutet, je größer diese Energie ist, links, rechts hier, umso stärker muss dieser Drang, dieser Rechtskrümmungsdrang sein hier links. Und das führt dazu, dass sie halt anfangs hier noch auftreffen und dann immer stärker rechts gekrümmt werden, bis die Energie passt. Und dann schieben sie diese Lösungen hier plötzlich alle ein. Aber das ist bei weitem noch nicht das wirklich Brutale. Jetzt kommt es nämlich. Jetzt überlegen wir uns mal, okay, nehmen wir nochmal die einfache Lösung für unser Elektron hier in diesem Topf. Und jetzt lassen wir diesen Topf aber, das ist wieder das Energieniveau, jetzt machen wir hier mal so eine Stufe rein. Und der Topf ist jetzt auch hier nicht irgendwie unendlich hoch. Also wir lassen hier einfach nur den Topf in einer gewissen Höhe auslaufen. Was passiert jetzt eigentlich? Also jetzt ist das Potenzial hier, V ist hier immer noch 0. Klar, da hat sich ja nichts geändert. Hier ist aber das Potenzial plötzlich größer 0. Und auch noch größer als die Energie. Was dazu führt, solange das 0 war, okay. Wenn es jetzt aber plötzlich sogar größer ist als die Energie und hier mit einem Minuszeichen eingeht, dann dreht sich doch hier das Vorzeichen. Und dann muss doch jetzt hier von dieser Rechtskrümmung, muss es doch dann in eine Linkskrümmung gehen. Und wir haben jetzt plötzlich die Bedingung, dass die zweite Ableitung von irgendetwas gleich sein muss mit der Funktion. Was haben wir da so im Angebot? Ja, natürlich die Exponentialfunktion. Die können Sie ableiten, dann kriegen Sie immer wieder irgendein Vielfaches von dieser ursprünglichen Funktion. Jetzt zeichnen wir das mal ein. Die Exponentialfunktion hat nämlich eine ganz, ganz eigenwillige Eigenschaft, dass sie, wenn sie abfällt, dann wird die nicht einfach 0, sondern die nähert sich ganz asymptotisch, aber immer oberhalb der Nulllinie. Also, an dieser Stelle hier, ziehe das hier mal hoch, an dieser Stelle muss ich jetzt was tun mit unserem neuen Verlauf.
Das heißt, dieser alte Verlauf ist vorbei, ist nicht mehr Lösung dieses neuen Problems. Und wir haben einen neuen Verlauf. Rechtskrümmung muss zu einer Linkskrümmung werden. Das heißt, wir kriegen hier einen exponentiellen Abfall. Ja, und der wird jetzt hier nicht 0. Der geht hier runter, 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 runter. Wie soll das gehen? Wir haben jetzt hier einen Topf, der ist eben nicht unendlich hoch. Der wäre aber immer noch locker so hoch gewesen, dass er die Energie hier eingefangen hätte. Also die Energie reicht hier bei weitem nicht aus, um über die Schwelle zu springen. Klassisch. Aber quantenmechanisch passiert eben jetzt hier was ganz Eigenwilliges. Dieser Verlauf, der geht jetzt hier nicht auf 0. Und außerhalb läuft jetzt diese Wellenfunktion weiter. Also wenn wir jetzt hier so eine Art Potenzial nehmen mit einer gewissen Dicke und dann würden wir vielleicht sogar weiter runtergehen wieder. Dann hätten wir plötzlich hier so eine Barriere und dann hätte das folgendermaßen ausgesehen. Wir fallen hier exponentiell ab und im Anschluss geht die Funktion hier wieder, wie muss sie sich verhalten jetzt wieder? Hier unten, da ist die Energie jetzt wieder größer. V ist wieder 0. Das heißt, wir müssen irgendwie wieder rechts gekrümmt werden. Wir sind also hier abgefallen und jetzt müssen wir wieder rechts gekrümmt weitermachen. Ja, und dann kriegen sie halt irgendwie sowas. Je nachdem, wie sie wieder ihre Energien einschieben müssen. Wahnsinn! Wollen wir das einfach nochmal in Ruhe betrachten. Wir starten rechts gekrümmt. V ist 0. Dann kommen wir an diese Barriere, an der V jetzt plötzlich größer ist. Als diese Energie. Das Vorzeichen dreht sich. Das Minus können wir hier sogar wegmachen dann. Dann haben wir hier praktisch sowas wie die zweite Ableitung, muss irgendwas proportional sein zum Funktionswert. Die Exponentialfunktion passt auch. Sie muss hier exponentiell abfallen. Wird nicht 0. Und dann geht es hier mit einer endlichen Wellenfunktion weiter. Die ist nicht 0. Damit ist das Quadrat dieser Wellenfunktion nicht 0. Sehen Sie das? Sie haben eine Wahrscheinlichkeit plötzlich, dass Sie hinter der Barriere noch ein Teilchen finden werden bei einem Messprozess. Das heißt, Sie sperren ein Teilchen hier ein, in einen Topf, der ist so tief, dass Sie klassisch dann nicht, vermöge Ihrer Energie dann nicht rausklettern können. Und trotzdem, mit jedem Auftreffen hier, also hier hinten passiert gar nichts, da ist das Potenzial unendlich, aber mit jedem Auftreffen auf der rechten Seite, kriegen Sie eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das Ding hier nicht links weiter geht, zurückgeht, sondern dass es tatsächlich plötzlich rechts weiterläuft. Die ist klein, diese Wahrscheinlichkeit. Exponentieller Abfall, der drückt es mächtig hier runter. Aber der ist nicht 0. Und das ist der Tunneleffekt. Die Tatsache, dass Sie quantenmechanisch, weil Sie auch massebehaftete Teilchen als Wellen beschreiben, mit einer Wellenfunktion, deren Quadrat dann die Wahrscheinlichkeit ergibt, diese Welle bestimmte Eigenschaften hat, sodass sie auch hinter einer Barriere nicht 0 wird. Das war ein absoluter Schock. Erstmal. Das hat diese ganzen klassischen Betrachtungen völlig auf den Kopf gestellt. Und tatsächlich ist dieser Effekt, dieser Tunneleffekt, von fundamentaler Bedeutung in dieser Welt. Das ist nicht irgend so eine Spielerei in der theoretischen Physik, sondern tatsächlich verhilft dieser Effekt Phänomenen zum Erfolg, die eigentlich nicht die nötige Energie haben, um eine bestimmte Geschichte
durchzuführen. Zum Beispiel im Zentrum unserer Sonne. In diesen inneren 15%, da wo es heiß genug ist, dass Fusion passiert. Da ist es nämlich eigentlich gar nicht heiß genug. Es ist dort nicht die Temperatur so hoch, dass sie wirklich Protonen an Protonen bringen können, weil die nämlich sich tatsächlich durch ihre Ladung so stark abstoßen, dieser Coulomb-Wall, wie man das nennt, diese Abstoßung, das ist ja nichts anderes als so ein Potenzial im Endeffekt, das sie hier geeignet wieder nehmen müssen, dann haben sie gar nicht die notwendigen Temperaturen. Aber weil mit jedem Anlauf der Fusion, die eigentlich klassisch keinen Erfolg haben kann, mit jedem Versuch gibt es eine endliche Wahrscheinlichkeit, dass es doch klappt, wird diese Barriere getunnelt. Und das führt tatsächlich dazu, dass Sterne wie unsere Sonne bei diesen herrschenden Temperaturen Fusion betreiben. Das ist die Grundvoraussetzung auch dafür, dass es uns gibt, ganz nebenbei bemerkt. Also dieser Effekt, dem verdanken wir unsere Existenz. Tunneleffekt ist keine rein abstrakte Betrachtung. Und da merken wir jetzt schon, wird unser Vorstellungsvermögen schon sehr, sehr stark strapaziert. Wir sind es nicht gewöhnt, an eine Wand zu rennen und die Erwartung zu haben, dass wir, wenn wir nur oft genug dahin rennen, irgendwann uns hinter der Wand befinden werden. Tatsächlich so ein ähnliches Vorgehen machen jetzt Alpha-Teilchen im Inneren von großen Kernen. Und da kommen wir einer ersten Antwort nahe. Wenn Sie sich erinnern, ich glaube in der allerersten Folge, da hatte ich mal eine Frage aufgeworfen, zusammen mit ein paar anderen. Und da wollen wir allmählich Antworten einfahren. Da war die Frage, woher weiß eigentlich so ein Urankern, der eine bestimmte mittlere Halbwertszeit hat, für eine Zerfallsreaktion, zum Beispiel, dass hier ein Alpha-Teilchen rausgeht, also sogenannte Alpha-Strahlung. Woher weiß dieses Element, dieser Urankern, dass es heute soweit ist? Also heute ist ein guter Tag zum Alpha-Zerfall. Steht er morgens auf, schaut und denkt sich, jetzt endlich ist es soweit. Woher weiß er das? Er weiß es eben nicht. Er macht dieses Alpha-Teilchen im Inneren dieses schweren Kerns, rennt gegen dieses Potenzial an. Jahrmillionen unter Umständen. Es rennt und rennt gegen dieses Potenzial an. Es ist immer gebunden in diesem Kern und da gibt es einfach keinen Weg raus. Scheinbar. Aber mit jedem Versuch gibt es eine endliche Wahrscheinlichkeit, auch hinter der Barriere plötzlich zu sein. Und statistisch passiert es eben dann plötzlich und dann gibt es einen Alpha-Zerfall. Und aufsummiert über ein großes Ensemble, wenn Sie also sehr viele solcher Urankerne hier zusammenbringen, dann haben Sie statistisch genau diesen Zerfall mit diesen Halbwertszeiten. Das ist eine erste Antwort auf unsere aufgeworfenen Fragen. Wir haben also jetzt einen Tiefgang erreicht allmählich, wo es beginnt, dass wir Antworten finden. Das ist spannend. Aber wir sind lange noch nicht am Ende mit der Quantenmechanik.